Ich möchte einen Chip Ihnen vorschlagen, was ganz gut ist zum Ball rollen lassen. Oft sehe ich bei meinen besseren Schülern, dass sie den Ball sehr gut treffen, aber der Ball bekommt zu viel Spin und ist dann zu kurz. So, wenn Sie manchmal sehen, dass Ihre Bälle zu viel Backspin haben und nicht weit genug ausrollen, dann könnte dieser Tipp Ihnen wirklich helfen. Okay, so sieht's aus. Nehmen Sie den Stand ein und stehen Sie mit den Füßen parallel zur Ballziellinie. Ich spiele auf die erste Fahne hier links. Ich werde jetzt ganz normal ausholen, schauen, dass mein Schläger auf der Ebene ist. Ich hole nicht flacher aus. Aber beim Durchschwingen werde ich ein bisschen das Gefühl haben, den Ball zu drawen, also einen kleinen Draw zu spielen. So das Gefühl haben, dass ich ein bisschen mehr nach rechts durchschwinge. Und während ich das tue, werde ich spüren, wie meine Arme leicht nach links rotieren, wie der Schläger sich ganz minimal schließt. Okay, und dieser Gedanke wird einen sehr flachen Eintreffwinkel verursachen. Ich werde so kaum Boden berühren. So, das wäre auch eine Möglichkeit für eine schlechte Lage. Und der Ball wird eher ein Art Topspin oder Seitwärtsstrahl bekommen und ihr laufen. Okay, so ziemlich gerade Füße, normaler Rücksprung und von Gefühl her ein Draw-Durchschwung. Okay, der Ball ist sehr gut ausgerollt. Wenn Sie meinen Unterkörper schauen, werden Sie sehen, dass ich nicht ganz still bleibe. Ich benutze schon meinen Unterkörper. Ich spüre den Boden. Ich verlagere, ich drehe. Und das ist bei mir allgemein beim Chippen eine hilfreiche Sache. So, okay. So, mein Schläger ging ein bisschen mehr nach rechts und der Ball ist gut ausgerollt. Okay, letztes Ziel. Mein Landepunkt habe ich ausgesucht. Ich spüre diese Draw-Bewegung. Ich weiß, dass ich dadurch gar keinen Bodenkontakt haben werde. Der Ball wird schön ausrollen, so ich muss ihn früh genug aufkommen lassen. Okay, komm, wir kriegen diese mal schön dicht. Okay, eine andere Variante fürs Chippen und einen Weg, wirklich den Ball rollen zu lassen. Tschüss und bis nächste Woche am Mittwoch.